Die beiden testen unsere Produkte und wir gucken denen jetzt dabei zu, wie die unsere Produkte testen. Wunderbar. Ja. Ich habe nämlich ein sehr überraschendes Paket bekommen. Und zwar kam ich letzte Woche aus dem Urlaub zurück und dann finde ich doch tatsächlich ein Paket vom Marc Gebauer in meinem Schuppen. Das hat mich überrascht, weil ich wusste nicht, dass der mir was schickt. Aber ich habe mich gefreut und er hat nicht nur Düfte mitgeschickt, er hat einen Haufen Zeug mitgeschickt und das schauen wir uns jetzt an. Angefangen hier mit dieser echt hübschen Tasche. Also die ist gar nicht mal so schäbig, echt schön verarbeitet und aus richtig dickem Stoff. Okay, also okay, ihre Meinung. Nein, Also sie meinte das es ist wahrscheinlich. keine Dior-Tasche tatsächlich, aber Nein, gar nicht mal so schlecht. also, ist es vielleicht ein Slang? Wo kommen die Lehne her? Vielleicht sagt man das so, da wo du Nein, herkommst, wo, weißt du aus so. Stuttgart. Ja, Glaube ich, das da. passt. Das Na, passt. gut. Doch, doch, das Gar nicht passt. mal so schäbig. Und natürlich sind da auch noch ein paar Sachen drin. Schauen wir, was wir da haben. Also, fangen wir an mit der Sache, wo sich die Schwangere mit am meisten freut. Popcorn. Sie ist schwanger. Das werden Ja, wir nachher okay. gleich probieren. Das ist Oh, ein weißer Trüffel Glückwunsch. und Meersalz-Popcorn. Hier steht Gentleman's Choice, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Popcorn Unisex ist und dass Frauen es auch essen dürfen. Dann haben wir. Muss ja sagen, bei uns im Shop wirklich, wir haben sehr wenige Frauen, der Frauenanteil ist eigentlich gering. Oder bei Uhren, zum Beispiel Uhren kaufen, also ich, oder du siehst die Etiketten mehr, haben wir viele Frauen als Kunden, nehmen, oder? Schon. Ach, Doch, als ob. wir haben schon. Okay. 80-20 safe, wenn nicht sogar Na, 80-20 meinst 70-30, du? doch, doch. Also Was? mit Parfüms und allem drum und Echt? dran, Wusste ich doch. gar nicht. Krass. Natürlich seien zwei Düfte. Ja. Der habe ich jetzt nochmal wieder eingepackt. Ich habe sie aber schon getestet. Haben wir hier einmal den Air Tiger und natürlich den Orange Flamingo. Über die Düfte sprechen wir dann gleich noch. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich bin hier super spät zur Party. Ich habe das Gefühl, jeder hat diese Düfte schon reviewed, nur ich noch nicht. Und ich habe extra keine anderen Reviews mehr angeschaut. Das heißt, ihr bekommt heute nochmal meine ganz ungefärbte Meinung zu. Also am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, dass Air Tiger von den Konsumenten, also die Leute, die das gekauft haben, irgendwie extremer angesehen wurde. Mittlerweile ist es so, dass sich viele Leute auch. Ja, durch so viele Videos natürlich haben die Leute jetzt mehr Nein, Erfahrung nein, ich finde, ich habe oder viel, viel Feedback bekommen, dass Leute auch einfach Air Tiger so täglich tragen, dass es jetzt nicht so ein Duft ist, der halt extrem schwierig zu tragen ist. Also das am Anfang war es so. Da habe ich jedem gesagt, Herr ein bisschen Tiger schwierig. Ja, ist aber ein. du hast es ja auch Ja, so ich habe oft es gesagt. Ja, empfohlen ich habe oder es du hast gesagt. Ja, ich es habe es gesagt. gesagt, dass du das auch da so tragen würdest. Ja. Dann, was haben wir hier noch? Erfrischungstücher. Also ich glaube, dass es Erfrischungstücher sind. Ich bin nicht ganz Ja, sicher. kann Habe gut es noch sein. nicht aufgemacht. Dann haben wir noch ein paar Corona-Masken. Kann man immer brauchen. Und jetzt haben wir noch was Geiles. Und zwar, Moment, ich muss die Sache hier mal kurz ablegen. Ach ja, Kaffee, Julius ja. und ich, wir sind ja totale Ach Kaffeeliebhaber. krass, ach Und krass, jetzt okay. hat er uns hier seinen Gentleman's Das war, wusste ich Choice wirklich nicht. Exclusive Ja, weil du das auch nicht gemacht Espresso hast. Doch, doch, ey, ne, ich hab schon gesagt, was für Produkte rein, aber ich habe es jetzt nicht selber gepackt, ne? Also. Finde ich sehr cool, habe ich mich fast mit am meisten gefreut, abgesehen von den Düften. Den werden wir jetzt auch gleich testen. Und natürlich teste ich den nicht alleine, sondern dafür hole ich mir den Julius mit dazu. Der Ja, Julius ist auch Mann. ein richtiger Kaffee-Connoisseur. Der ist ja sozusagen Italiener im Exil. Und wir waren hier in Regensburg auch wirklich so ewig lang auf der Suche nach einem gescheiten Laden, wo wir einen richtig geilen Kaffee bekommen. Und ich habe die Kaffeemaschine schon, vielleicht seht ihr sie hier im Hintergrund, ich habe sie schon runtergebracht. Jetzt hole ich kurz den Julius dazu und dann schauen wir uns den Kaffee. Ich habe das eigentlich, also eigentlich habe ich das nur so zum, also ich lege das bei allen immer dazu, Also es ne? ging ja um Düfte Ja, tatsächlich und die Produkte waren aber ich finde es cool, nur. dass sie auch das andere direkt Also testen. Kaffee an. Ich brauche nämlich einen. Wir schauen uns die Düfte an und wir probieren natürlich das Wahnsinn. Wow. Ja, könnte noch ein bisschen feiner gemahlen sein, Ja, glaube ich. genau. Bisschen feiner, aber das ist jetzt Du beim musst ersten mehr Mal, schauen. ne, müssen wir Unser mal. Kaffee ist gemacht. Probieren wir mal. Prost. Was sagst du? Ja. Ja, wie mag den? Ist nicht schlecht, oder? Nee. Schmeckst du irgendwelche Aromen raus? Nee, so weit bin ich nicht. Aber es schmeckt relativ ausgewogen. Nicht zu bitter, gell? Nicht zu bitter, nicht zu sauer.
Aber das zum Beispiel muss ich sagen, ich hatte mal einmal, als wir unsere Maschine noch nicht, also als die noch nicht eingestellt haben, da hat auch mein, bei mir ist extrem bitter und sauer geschmeckt. Das hat immer was mit der Einstellung zu tun. Ja. Ne? Wenn ihr zu Hause eine Maschine habt, dann müsst ihr schon sehr viel Zeit in dieses Einstellen, weil nur dann habt ihr auch die Kaffee-Experience oder die Espresso-Experience. Sonst, ja. Wir starten mit dem Orange Flamingo, weil ich glaube, dass wir nichts mehr anderes riechen werden, nachdem wir den Air Tiger probiert haben. Stimmt, deswegen stimmt. Ist taktisch gut, wenn man erst Orange Flamingo testet und danach das Ende. Starten wir mit dem Flamingo, auch wenn der als zweites rauskam. Der kam jetzt erst kürzlich raus. Und ich lasse dich riechen. Ich habe das schon vorher getestet. Und dann sag mir mal Bescheid, was du denkst. Ich glaube, da ist Orange drin. Yes, yes, korrekt. Glaubst du, wie kommst du da drauf? Orangenschale, riecht sehr sicher raus. Guter Glanz. Ja, ist schön frisch, spritzig, zitrisch, gell? Ja, ja. Erinnert ein bisschen wieder so an Urlaub. Ja. Italienische. Viele haben das im Urlaub auch genommen, ne? Ja. Also, gepostet. Das ist ein Zitrus. Geschichte. Spoiler, ich werde den heute tragen, weil ich finde den wunderschön. Ich finde den super gelungen. Das ist ein ganz spritziger, sehr orangiger Zitrusduft. Aber eben nicht euer 0815 Zitrusduft, sondern richtig toll gemacht. Übrigens, beide Düfte sind Extrés. Das heißt, die haben auch eine echt tolle Haltbarkeit. Ich habe sie die letzten Tage getragen. Und um es vorwegzunehmen, der Air Tiger, der hält tagelang. Und selbst den Orange Flamingo habe ich nach 12 Stunden immer noch auf meiner Haut gerochen. Also der ist wirklich crazy. Was ihr eben am Anfang kriegt, ist dieser wunderschöne Zitruskick. Und was ich besonders schön finde, ist, dass da die Orange kombiniert ist mit einer Orangenblüte. Und das macht es irgendwie so edel. Also ich finde, das ist ein richtig edler Sommerduft. Vom Geschlecht her würde ich sagen, der ist Unisex, Tendenz leicht maskulin. Und das ist auch was ich natürlich an Düften liebe. Ich habe meine Sommerdüfte gerne ein bisschen herb und maskulin. Nein, nein. Ich finde, da kommt so eine gefällt dir überhaupt der Duft? Gefällt mir tatsächlich. Dir also ich sag mal so, mittlerweile, als er rauskam, gefällt mir natürlich. Nein, gefällt mir natürlich sehr gut. Nicht. Aber wenn du natürlich jeden Tag über zigtausend Parfüms verpackst und damit das besprühst, irgendwann mal anders. Fängst du ihn an zu lieben. Du fängst noch ihn mehr, an, noch mehr zu lieben. Also gefällt es dir. Und gefällt der Duft nicht, sondern nein, du liebst ihn. Ich erkläre es dir gerade. Ja. Und dadurch, dass das alles tatsächlich für die Verpackung verwendet habe, ist nichts mehr übrig für mich geblieben. Ich aber hatte keine Möglichkeit, das an mir zu testen. Ich habe sie noch mit dabei. Nee, wirklich? Willst du jetzt testen? Oh, aber früh direkt. Nee, ich kann es ja jetzt testen. Damit du im Schlaf, wenn du dann einschläfst, so, kannst du immer dran riechen. Wie findest du es? Ja, gleich. Nee, kannst du auch gleich jetzt testen. Erstmal Video gucken. Die Inspiration einer Rasierwassernote mit dazu, ohne dass da wirklich Rasierwasser ist. Das Ganze ist eine echt runde Komposition und ich bin wirklich positiv überrascht. Also ich habe nicht gedacht, dass mir der so gefallen wird. Aber ich finde den echt richtig super. Und jetzt haben wir hier noch den Air Tiger. Okay, das war sein erstes Release, das er rausgebracht hat. Ach so, er, ja. Und er hat auch richtig hohe Wellen geschlagen. Also von dem habe ich vorab schon einiges gehört. Ich habe gehört, dass er nichts für zarte Gemüter ist. Und als ich ihn getestet habe, schön sieht die Flasche aus. Kann ich das bestätigen? Lass mal den Julius riechen. Was sagt der Julius? Das ist der, nachdem unsere Tochter am nächsten Morgen hat gerochen. Ja, ich habe ihn getestet und anscheinend ist ein Teil des Geruchs irgendwie in den Haaren von unserer Tochter hängen geblieben. Und der Julius hat gesagt, was riecht die? Nach was riecht die Mia da? Am nächsten Morgen. also lange Haltbarkeit. Das Haltbarkeit und Projektion ist nicht von dieser Welt. Ist wirklich krank, ja. Also es ist ja auch ein Extré. Ich finde auch das Flakondesign einigermaßen hübsch. Cool. Also, viele haben gesagt, es ist nicht so schön. Jetzt gefällt er mir besser als da auf der Mia. Mia hat den im Drydown. Also ich muss sagen, das Design grundsätzlich auch von dem anderen Logo, das gefällt mir ganz gut. Da ist ein guter Designer am Werk. Mhm. Respekt. Tja. Was würdest du sagen? Ne? Nur mal drei Adjektive, um ihn zu beschreiben. Drei? Ja. Okay. Also für mich riecht es ein bisschen nach Leder. So ledrig wäre ein Adjektiv. Ja. So, also für mich erinnert es an ein Auto. So ein neues Auto, Ledersitzen. Okay. Wo soll ich denn hier drei? Okay, dann übernehme ich jetzt einfach mal an der Stelle, bevor ich den Julius hier in die Bredouille bringe. Also das ist ein richtig ultramaskuliner, düsterer, dunkler, holziger Lederduft. Also holzig, Leder, ordentliche Portion Würze mit dabei. Ganz, ganz, ganz stark ist der.
Und wie gesagt, ultramaskulin. Also das ist jetzt zum Beispiel einer, den würde ich als Frau nicht tragen, obwohl ich ja eigentlich komplett schmerzbefreit. Aber guck mal, das, und das verstehe ich nicht. Erinnerst du dich noch, als wir Mark Eggers Video gesehen haben, bei der Straßenumfrage, jeder Typ hat gesagt, ist es ein Damen- oder ein Herrenduft? Wo ich mir denke, Junge, was hast du daran nicht verstanden? Fällt wirklich mit der Tür ins Haus, ihr braucht den nicht tragen, wenn er irgendwie einen neuen Job anfängt und zum ersten Mal im Büro auftaucht, es sei denn, ihr wollt ein Statement machen. Aber der ist tatsächlich einer, der will gerochen werden, der ist zum Herzeigen, der ist einfach laut, ja, der ist laut, laut, laut. Ja. Und richtig, richtig intensiv. Ich glaube nicht, dass der so ein breites Publikum erreichen wird wie der Orange Flamingo. Aber man muss sagen, da hat sie recht, natürlich der Verkauf war von Orange Flamingo jetzt einfach allgemein schneller. Aber ich spüre jetzt momentan so, dass Air Tiger auf jeden Fall schon stark zulegt. Jetzt weniger als von Orange Flamingo. Ja. Nee, aber ich muss echt sagen, also ich bin tatsächlich von der Qualität her... Ja, das ist ein Flugzeug, soll ich mal kurz vorbeigehen. Google. Unsere Tochter sagt immer Google zum Flugzeug. Wir wissen nicht warum. Also ich muss sagen... Ich bin echt positiv überrascht von den Gebauerdüften. Ich hätte nicht gedacht, dass da so eine Hammerqualität dahinter steckt. Auch wenn mir der Air Tiger jetzt persönlich nicht so gefällt. Aber ich bin auch einfach nicht die Zielgruppe. Der Orange Flamingo hingegen ist echt spitze. Und Marc, vielen Dank, dass du mir den geschickt hast. Gerne. Oh, da muss ich jetzt mal eingreifen hier. Sind mir irgendwelche fremden Männer hier irgendwelche Sachen schicken? Das sind schon meistens Männer, gell? Ja. Ja. Also wenn da irgendwelche Zuschauerinnen mir mal Sachen schicken möchten, das wäre auch nicht schlimm. Oder die Düfte irgendwas anderes. Also wir aushetzen gern. Keine Ahnung. Also damit wir hier ein bisschen Gleichgewicht schaffen. Mhm. Mit Leni wird dann gucken, also wer schickt dir da was, wenn ich irgendwas auf Amazon oder so bestelle. Wer schickt dir da was? Also und sie selbst kriegt die ganze Zeit ein Männerpaket. Also es geht dir nicht so sehr darum, dass du eifersüchtig bist, sondern dass du einfach auch was haben willst. Ja. Okay, halten wir das so fest. Und also bevor du gehst, probieren wir jetzt noch diese Erfrischungstücher aus. Die haben wir aus Dubai von einem Produzenten. Oh. Da gibt es jemanden, der das herstellt. Ja, wie kommt der auf Kabelbahn? Ich verstehe nicht. Das ist ein interessanter Geruch. Oh, der wird dann nicht gefallen, das weiß ich jetzt schon. Also, Rolex ist Sports. Wir sind dann hier in Monaco, aber schnell jetzt. Ne? Sorry, wir sind noch einen Tag da. Kabelbrand. Kabelbrand? Mhm. Also, das ist extrem orientalisch. Vielleicht die Gewürze oder so. Oh, ich finde das einfach nicht unangenehm. Kabelbrand ist halt so spannend. Plastik, also okay. Das sind halt sehr viele Gewürze. Das würde ich, glaube ich, nicht tun. Ich glaube, das wäre zu heftig. Nachher? Ich kenne mich mit Erfrischungstüchern nicht so gut aus. Das riecht bei allen Dubai. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der Duft halt... Gut, also danke, dass du da warst. Ewig jetzt auf den Händen bleibt. Julius war auch mein Model für die ganze B-Roll, die ihr heute seht. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tuch. Ciao, ciao. Vielen Dank für das Video. Das hat Spaß gemacht zuzuschauen und war auf jeden Fall ein sehr interessantes Feedback. Sehr viel Mühe gegeben. Ja, mit dem Kaffee. Sehr cool.